Ein Geheimtipp wünscht jeder. Was ist der größte Fehler, den man machen kann? Das ist, Ungeduld mitzubringen. Weil Innovationen brauchen ihre Zeit. Man kann nicht erwarten, dass ich heute ein Patent anmelde und morgen schon ein Produkt im Markt habe. Das heißt, beide Partner, sowohl die Wissenschaft als auch die Wirtschaft, müssen ausreichend Zeit mitbringen, Geduld mitbringen, müssen auch beide Geld mitbringen, um aus Forschungsergebnissen neuen Technologien, die entwickelt werden, auch wirklich marktfähige Produkte, sprich erfolgreiche Innovationen zu gestalten. Es gibt eine Innovation, die wir aus der Raumfahrt in den Markt gebracht haben. Das ist ein Waldbrandfrühwarnsystem, entwickelt aus Sensoren, die mal für die Marserkundung entwickelt wurden, die jetzt eingesetzt werden, damit Waldbrände möglichst früh erkannt werden. Wir wissen ja, dass Waldbrände gerade in den Sommermonaten ein großes Thema sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch eben in Südeuropa, in Australien, in den USA. Und dieses Produkt, was wir zusammen mit einer kleinen Firma entwickelt haben, oder was besser gesagt die Firma aus unserer Technologie entwickelt hat, wird jetzt weltweit vermarktet und hat ein großes Marktpotenzial eben in den genannten Ländern und Erdteilen, um verheerende Waldbrände zu verhindern. Ja, der Mensch ist immer der, selbst wenn es Roboter sind, den Robotern vorher eingeben muss, was sie denn tun sollen. Also ohne den Menschen wird es nicht gehen. Und interessant wird es dann, wenn aus den vollautomatischen Fabriken Produkte kommen, die dann von Robotern benutzt werden. Dann müssen wir uns in der Tat fragen, wo der Mensch geblieben ist.